Guten Tag, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht es gut. Im heutigen Video möchte ich darauf eingehen, welche positiven Effekte der regelmäßige Besuch einer Infrarotsauna auf deine Gesundheit hat und warum es meiner Meinung nach Sinn macht, das zu einer Gewohnheit zu machen. Zunächst einmal müssen wir die Grundlagen klären, also was die Infrarotstrahlung überhaupt ist. Erstmal allgemein, Licht wird immer wellenförmig von einer Energiequelle, das ist entweder die Sonne oder auch alle möglichen künstlichen Lichtquellen, die wir Menschen geschaffen haben, also jede Lampe quasi, abgestrahlt. Und anhand der Wellenlänge, also dem Abstand zwischen zwei benachbarten Hochpunkten, lässt sich Licht einteilen. Ich zeige dir das mal kurz an, würde dann ungefähr so aussehen. Und der Abstand zwischen diesen beiden Hochpunkten ist dann die Wellenlänge. In der Physik wird Licht eigentlich sogar nur als der Wellenlängenbereich elektromagnetische Strahlung definiert, den das menschliche Auge wahrnehmen kann. Und das ist der Bereich zwischen 380 und 780 Nanometern. Das ist der Wellenlängenbereich, den wir überhaupt sehen können. Und in diesem Bereich nehmen wir die unterschiedlichen Lichtfarben wahr. Infrarotstrahlung, also jetzt Strahlung und nicht mehr Licht, grenzt sich an diesen Bereich des sichtbaren Lichtes an. Sie hat nämlich eine Wellenlänge von 780 Nanometern bis zu einem Millimeter. Das trifft entsprechend auf Infrarotstrahlung zu. Sie ist also deutlich langwelliger als das normale sichtbare Licht. Infrarotstrahlung kommt natürlicherweise hauptsächlich in der Sonne vor. Sonnenstrahlung besteht sogar zu 50% aus Infrarotstrahlung. Man denkt ja beim Sonnenlicht immer an UV-Strahlung, aber die macht tatsächlich nur ungefähr 7% aus. Die Infrarotstrahlung ist dafür verantwortlich, dass uns die Sonne überhaupt wärmt. Also hätte das Sonnenlicht keinen Infrarotanteil, würde sie uns überhaupt nicht wärmen. Sie wäre halt einfach nur, dann wäre es halt einfach nur die Helligkeit. Das gilt auch allgemein für die Infrarotstrahlung. Sie hat nämlich eine wärmende Wirkung. Und jeder warme Körper, also oberhalb des absoluten Nullpunktes, gibt oder strahlt Energie in Form von Infrarotstrahlung ab. Auch wir Menschen, weil unser Körper ja eine konstante Temperatur hat, die er konstant hochhalten muss. Deswegen strahlt ja auch Infrarotstrahlung in einem gewissen Maße ab. Und wenn wir Menschen zum Beispiel direkten Hautkontakt haben, wird auch immer eine geringe Menge an Infrarotstrahlung übertragen. Je wärmer ein Körper ist, desto mehr Energie in Form von Infrarotstrahlung gibt er ab und desto kurzwelliger ist auch die Strahlung. Wir Menschen sind ja im Vergleich zur Sonne nicht ansatzweise so warm und geben deswegen vergleichsweise wenig Infrarotstrahlung ab. So viel erstmal allgemein dazu. Wie unterscheidet sich jetzt die Infrarotsauna von der herkömmlichen Sauna? Bei einer klassischen Sauna hält man sich ja ungefähr 15 bis 20 Minuten in der heißen und gleichzeitig relativ trockenen Luft, so in der Regel zwischen 80 und 95 Grad auf. Die Umgebungsluft wird also erhitzt durch einen Ofen in der Sauna und die Wärme nehmen wir dann über die Luft auf. Dadurch schwitzen wir, die Gefäße erweitern sich, die Durchblutung wird gefördert, Toxine werden ausgeschieden und so weiter. Also eine super Sache. Bei der Infrarotsauna sitzen wir auch in einer Kabine, die hat aber keinen Ofen, sondern an allen Seiten Infrarotstrahler, die auf uns ausgerichtet sind. Und dadurch trifft die Infrarotstrahlung direkt auf die Strukturen unseres Körpers und die Wärme wirkt nicht von außen über die Umgebungsluft, sondern wird innerhalb des Körpers, da wo die Infrarotstrahlung auf uns trifft, erst gebildet. Dadurch ist es in einer Infrarotkabine auch bei weitem nicht so warm wie in einer herkömmlichen Sauna, in der Regel nur zwischen 40 und 50 Grad, weil ungefähr 80% der Wärme direkt auf den Körper übertragen wird und nur ca. 20% der Wärme an die Umgebungsluft abgegeben wird. Bei der herkömmlichen Sauna ist es ungefähr andersrum. Bei der klassischen Sauna macht man gerade wegen der hohen Temperatur relativ wenige kurze Saunagänge und kühlt sich zwischendurch ab, weil das sonst eine zu hohe Belastung für den Kreislauf wäre. Bei der Infrarotsauna hingegen macht man in der Regel nur einen Saunagang, der dafür aber deutlich länger geht, also in der Regel bis zu einer halben Stunde. Bitte nicht falsch verstehen, ich möchte damit jetzt nicht sagen, dass die klassische Sauna schlecht ist oder nicht effektiv genug ist und wir deswegen nur noch in die Infrarotsauna gehen sollten. Beide wirken einfach unterschiedlich und haben auch verschiedene Vorteile. Meiner Meinung nach ist es immer am besten, beides zu kombinieren. In diesem Video geht es ja aber speziell um die Infrarotsauna. Deswegen gehe ich jetzt auch nur darauf ein, wie die Infrarotstrahlung auf unseren Körper wirkt, beziehungsweise welche Vorteile sie hat. Die Strahlung dringt bis zu 4 cm tief in unser Gewebe ein. Dadurch erreicht sie eben nicht nur die Haut, beziehungsweise die obersten Gewebsschichten, sondern auch die Muskulatur, das Fettgewebe, die Gelenke und die inneren Organe.
Allgemein kann man sagen, dass lokal, also an diesen Orten, dann der Stoffwechsel angeregt wird, die Durchblutung verbessert wird. Dadurch erweitern sich die Gefäße und Sauerstoff und Nährstoffe werden besser transportiert und Schadstoffe werden schneller abtransportiert. Übertragen auf die Muskulatur bedeutet das, dass Verspannungen und Krämpfe gelöst werden und die Regeneration sich nach dem Sport verbessert. Deswegen ist es eine Infrarotsauna auch gerade nach dem Sport super, um sich nach dem Training besser zu erholen, um die Regeneration zu fördern. Auch auf die Gelenke hat es eine Wirkung. Steife Gelenke können wieder besser oder werden beweglicher. Die Organe werden stimuliert und auch in ihrer Funktion angeregt. Viele Schwermetalle und andere Toxine kann der Körper nicht direkt über die Niere oder die Lunge oder die herkömmlichen Entgiftungsorgane ausscheiden. Deshalb parkt er sie erstmal im Fettgewebe, wo sie keinen Schaden anrichten können. Die Infrarotstrahlung erreicht aber das Fettgewebe, stimuliert dort den Stoffwechsel und sorgt dafür, dass die Schwermetalle über den Schweiß ausgeschieden werden. Es gibt nämlich Untersuchungen, die zeigen oder die den Schweiß nach einer konventionellen Sauna mit dem Schweiß nach einer Infrarotsauna verglichen haben. Und da hat man festgestellt, dass der Schweiß nach einer konventionellen Sauna zu 95-97%, also fast ausschließlich aus Wasser besteht und dementsprechend nur zu 5% aus anderen Bestandteilen, also den gelösten Schadstoffen. Der Schweiß nach einer Infrarotsauna hingegen besteht nur zu 80-85% aus Wasser und hat dementsprechend einen größeren Anteil von 15-20% an Nichtwasserbestandteilen. Und das sind entsprechend die Schadstoffe, die der Körper zuvor in dem Fettgewebe gespeichert hat, weil er sie nicht über die klassischen Entgiftungsorgane ausscheiden könnte. Das bedeutet, man hat mit der Infrarotsauna ein wesentlich größeres Entgiftungspotenzial und hat auch ein viel breiteres Spektrum an Schadstoffen, die ausgeschieden werden, weil man eben das Fettgewebe erreicht. Woran liegt das? Man geht tatsächlich davon aus, dass für die Ausscheidung von Schadstoffen in dem Fettgewebe lokal eine Temperatur von mindestens 45 Grad Celsius erreicht werden muss. Und das erreicht man eben gerade mit der Infrarotstrahlung, weil sie eben eine besondere Tiefenwirkung hat, ohne dass dabei der Kreislauf zu stark belastet wird, wie es zum Beispiel bei der konventionellen Sauna der Fall wäre. Zusätzlich wirkt die Strahlung natürlich auch auf die Haut. Durch die Wärme öffnen sich die Poren, überschüssiger Talg wird ausgeschieden und das Hautbild verbessert sich generell. Jetzt haben wir geklärt, wie die Infrarotstrahlung auf den Körper wirkt. Wie setzen wir das Ganze jetzt aber um? Da gibt es tatsächlich verschiedene Möglichkeiten. Mittlerweile bieten gar nicht mehr so wenige Thermen- und Wellness-Einrichtungen auch eine Infrarotkabine an, die wir nutzen können. Dabei zahlt man dann eventuell noch mal ein paar Euro für eine halbe Stunde, aber es lohnt sich auf jeden Fall, erst recht, wenn man es erstmal nur ausprobieren möchte. Alternativ kauft man sich selbst eine Infrarotkabine für zu Hause. Das ist natürlich die komfortabelste Angelegenheit und macht auch einiges her, also sieht auf jeden Fall edel aus. Aber man bezahlt eben auch eine Menge Geld. Eine gute Alternative meiner Meinung nach sind portable Infrarotsaunen, bei denen man eben keine Holzkabine hat, wie bei einer klassischen Sauna, sondern ja, im Prinzip so einen faltbaren Sack. Das hört sich jetzt abwertend an, so ist es aber gar nicht gemeint. In diesen Sack kann man sich quasi reinsetzen und von innen sind da Infrarotstrahler befestigt, die auf uns ausgerichtet sind. Das heißt, man erfüllt genauso den Zweck, sieht zwar nicht ganz so hochwertig aus, aber man spart eben auch eine Menge Geld. Deswegen finde ich das auf jeden Fall super. Wer es aber erstmal nur ausprobieren möchte und eventuell gar nicht so viel Geld ausgeben möchte, hat noch die Möglichkeit, sich eine Infrarotlampe zu besorgen. Der eine oder andere hat so eine Lampe vielleicht auch schon zu Hause, die ist nämlich relativ bekannt, bekannt aus dem Einsatz bei Erkältung, hat aber wie gesagt ein viel größeres gesundheitliches Potenzial und von daher macht es Sinn, die dann auch nochmal rauszukramen, um das einfach mal auszuprobieren. Ja, ich hoffe, du findest da das Passende für dich und probierst das Ganze mal aus. Wenn du sogar schon mal eine Infrarotsauna benutzt hast, schreib mir gerne deine Erfahrungen in die Kommentare. Ich lese mir das immer gerne durch. Lass mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn dir das Video gefallen hat und abonniere diesen Kanal für weitere Gesundheitstipps, die du direkt umsetzen kannst. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.